Soweit, so gut. Der Kollege Frömmrich hat das Wort. Auch diese Frage könnten wir intensiv diskutieren, Herr Vorsitzender. Aber man darf den amtierenden Präsidenten ja nicht kritisieren. Das können wir nachher machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das verwundert schon ein bisschen. Der Kollege Rudolph hat ja gerade auch noch einmal auf die Kollegen der AfD hingewiesen. Es geht ja, lieber Kollege Rudolph, noch nicht einmal darum, dass Sie nur die Quasselbuden abschaffen wollen, sondern es gibt ja parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktionen, die ja sogar öffentlich erklären, dass sie die parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland abschaffen müssen. Mit denen haben wir es hier zu tun. Das müssen wir uns immer vor Augen führen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe das in der letzten Debatte gesagt. Ich will das auch wiederholen. Wir halten die Orientierung am Nominallohnindex als Orientierungsgröße für die Festsetzung der Diätenanpassung für die hessischen Abgeordneten für ein gutes System. Wir orientieren uns damit an den Einkommen der Menschen in unserem Land. Steigen die Einkommen der Menschen, dann steigen auch die Einkommen der Abgeordneten, sinken die Bezüge der Menschen in unserem Land, dann sinken im darauffolgenden Jahr auch die Bezüge der Abgeordneten. Ich finde, das ist ein gutes System, sich an den Menschen in unserem Lande zu orientieren. Ich weiß nicht, was es daran zu kritisieren gibt. Dieses System orientiert sich, wie gesagt, an den Lebensverhältnissen der Menschen. Und deswegen wollen wir dieses Grundsystem auch beibehalten. Wir haben immer betont, dass wir dieses System für nachvollziehbar, für transparent halten. Es gibt nach unserer Auffassung keine Orientierungsgröße, keine bessere Orientierungsgröße als die Einkommensentwicklung der hessischen Bevölkerung. Der Landtagspräsident hat uns ja den Nominallohnindex vorgelegt. Damit ist auch transparent, wie hier entschieden wird. Und wir machen das ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern da gibt es eine Drucksache, die dem Hessischen Landtag zugestellt wird. Und der Präsident ruft das auf. Und das ist für jeden Menschen in unserem Land nachzuvollziehen, wie die Abgeordnetendiäten steigen oder wie sie stagnieren oder wie bei diesem Entwurf, den wir Ihnen vorgelegt haben, eben die Erhöhung ausgesetzt wird. Ein gutes System, wie ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es aber nicht mit normalen Zeiten zu tun in Zeiten von Corona. Natürlich haben wir über die Frage der Anpassung in diesen Zeiten gesprochen, in denen es vielen Menschen existenziell schlecht geht, die bedroht sind, Unternehmen, die nicht wissen, wie es weitergeht, Freiberufler, Künstler, Soloselbstständige, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht wissen, wie es für sie persönlich weitergeht oder wie es im nächsten Monat Unterhalt oder aber die Miete bezahlt werden soll. Natürlich stellt sich da die Frage, ob eine Anpassung der Bezüge der Abgeordneten im Hessischen Landtag da in die Welt passt. Natürlich stellt sich die Frage nach einem Zeichen der Solidarität. Natürlich sind wir mit den Menschen in diesem Lande empathisch, und in dieser Frage brauchen wir von der rechten Seite dieses Hauses keine Nachhilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eine Diätenerhöhung in diesen Zeiten nicht machen können. Viele Menschen, die von dieser Krise existenziell betroffen sind, könnten einen derartigen Schritt nicht nachvollziehen. Deswegen sind die Koalitionspartner auf die Kolleginnen und Kollegen der SPD und der FDP zugegangen und haben den vorliegenden Gesetzentwurf gemeinsam eingebracht. Wir schlagen vor, die Anpassung 2020 auszusetzen, dann die Jahre 2020 und 2021 zusammen zu betrachten und im Jahr 2021 dann die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich finde, das ist ein guter Vorschlag, den wir hier vorgelegt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu den Gesetzentwürfen der anderen Fraktionen will ich kurz etwas sagen. Die Linkspartei will nicht nur die Aussetzung der Diätenerhöhung, sie will das System ändern, dass wir am Anfang dieser Wahlperiode gemeinsam mit sehr großer Mehrheit in diesem Hause beschlossen haben und von dem die übergroße Mehrheit dieses Hauses meint, dass es ein richtiges System ist. Das wollen wir ausdrücklich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Gesetze. Ja, das unterscheidet uns. Das ist auch gut so, Herr Kollege Felstehausen. Nur der Kollege Rudolph hat es ja hier schon angemerkt. Dann müssten Sie vielleicht einmal Butter bei die Fische machen und müssten uns einmal erklären, wie Sie sich ein solches System vorstellen. Da weichen Sie ja immer zurück. Sie nehmen das mit, was an Diäten Ihnen überwiesen wird. Aber einen Vorschlag zu machen, wie denn Diäten angepasst werden sollen in diesem Haus, den sind Sie bisher schuldig geblieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD
will das Bild stellen vom gierigen, illoyalen, unsolidarischen Abgeordneten. Das kann man in der Begründung Ihres Textes, den Sie vorgelegt haben, ja nachweisen. Die AfD malt dieses Bild vom gierigen, illoyalen und unsolidarischen Abgeordneten und meint damit, für die gesamte hessische Bevölkerung zu sprechen. Das weisen wir ausdrücklich zurück. Sie sprechen nicht für die Mehrheit der Menschen in unserem Land. Das wollen wir Ihnen hier einmal ausdrücklich sagen. Sie sprechen nicht für die Mehrheit in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Aber vielleicht entscheiden Sie das ja, dass Sie die Mehrheit in diesem Lande repräsentieren, auch damit, wie Sie entscheiden, ob Sie bespitzeln oder ob Sie Leute in Akten übernehmen. Das haben Sie ja auch in der Fraktion beschlossen. Das ist schon einigermaßen lächerlich, wenn man sich das einmal vorstellt. Man stelle sich einmal vor, die beschließen in ihrer eigenen Fraktion, dass sie die Abgeordneten ihrer Fraktion bespitzeln können und sagen dann am Ende, das wäre auch noch transparent gewesen, man habe fast einstimmig beschlossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn es nicht so traurig wäre, wie Sie sich verhalten, müsste man darüber laut lachen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wenden Methoden, und ich habe überhaupt keine Veranlassung, für Herrn Rahn oder für Herrn Kant oder irgendwen hier einzutreten. Die gehören zu Ihrer Truppe. Die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Sie. Aber ich will Ihnen einmal eines sagen. Hier in unserer parlamentarischen Demokratie arbeiten wir als Abgeordnete auf der Grundlage unserer Verfassung. Das freie Mandat auszuüben ist bei uns ein hohes Gut. Und was Sie machen, frei gewählte Abgeordnete zu bespitzeln und in Dossiers zu hinterlegen, das ist nicht demokratisch, genau wie es nicht demokratisch ist, was Ihr parlamentarischer Geschäftsführer im Deutschen Bundestag sagt, dass er die parlamentarische Demokratie abschaffen will. Das ist erbärmlich, was Sie hier leisten, Kolleginnen und Kollegen. Und Sie gehen ja nach dem Motto vor, wie wahrscheinlich das Politbüro der SED damals auch. Die haben auch immer beschlossen, dass die Maßnahmen, die sie durchführen, dass die rechten sind und dass die gut sind. Oder in Nordkorea nehmen Sie, was Sie wollen. Wenn der Herr Schalauske hier gerade sich angesprochen fühlt, nehmen Sie, was Sie wollen. Also, Sie können auch nicht undemokratische und Stasi-Spitzelmethoden mit Beschlüssen in Ihrer Fraktion für rechtens erklären. Und das mit dem Dienstwagen, das will ich mir fast ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Pharisäertum, was Sie machen. Sie predigen Wasser und trinken am Ende Wein. Sie erzählen den Menschen in diesem Land, dass sie darauf verzichten, und nachher nehmen sie es still und heimlich und begründen das hier noch damit, dass sie sich bedroht fühlen, weil in Hanau 10 Menschen ermordet worden sind. Das ist erbärmlich, Ihr Vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Und deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, ab. Das hat nichts damit zu tun, wie wir hier in solchen Fragen mit den demokratischen Fraktionen dieses Hauses verfahren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege. Meine Damen und Herren, es kommen immer so ein paar Zwischenbemerkungen, aber um diese Zeit höre ich nicht mehr so gut bis hin zu Nordkorea. Also ich bitte doch, dass wir das jetzt ein bisschen locker noch über die Bühne bringen. Der Kollege Lenders hat das Wort. Der FDP, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Herr Lambrou, Sie haben schon recht. Es gibt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich denke gerade aktuell an die Lufthansa oder die Mitarbeiter bei der Condor, die Existenzängste haben, die Angst um ihren Job haben. Es sind viele Unternehmer, die nicht wissen, wie es weitergeht und ob sie diese Krise gut bestehen werden. Meine Damen und Herren, da werden private Vermögen aufgezehrt in dieser Krise und ganz sicher Eigenkapital bei Unternehmen quasi vernichtet. Das ist Vermögen, was über Jahre angebaut worden ist, durch diese Krise ist auf einmal weg. Herr Lambrou, sind Sie wirklich ernsthaft der Meinung, dass Sie diesen Menschen irgendwo dass die dann sagen werden, weil die Abgeordneten im Hessischen Landtag auf ihre Erhöhung der Diäten verzichtet haben, deswegen ist ihre Existenznot jetzt irgendwie gerechtfertigt? Glauben Sie das allen Ernstes, Herr Lambrou, dass Sie dieses,
Das kann doch nicht mehr sein als ein Symbol, was wir hier machen. Aber das wiegt doch nicht die Existenznöte dieser Menschen auf, so wie Sie das jetzt hier gerade dargestellt haben. Ja, natürlich haben Sie das behauptet. Natürlich haben Sie das behauptet. Genauso haben Sie dieses Bild hier stellen wollen. Meine Damen und Herren, ich verstehe die Position der Linksfraktion, was die Transparenz anbelangt, durchaus. Nur hatte ich das Gefühl, das war die Frage, wie ermitteln wir, also wie ist das System eigentlich schon längst weiter war. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die Linksfraktion am Anfang dieser Legislatur durchaus mit dem System einverstanden war, nur dass sie jedes Mal debattieren wollte. Und jetzt ein Schelm, der Arges dabei denkt, dass Sie jetzt die Corona-Krise genau nutzen wollen, um genau diese Diskussion jetzt wieder zu führen. Und jetzt will ich mal sagen, den Schaden, den ihr dabei anrichtet, ist genau das, was die AfD will. Nämlich die Diskussion zu führen, der Kollege Rudolph hat es ja eben schon mal angesprochen. Was ist das hier eigentlich wert, was wir hier machen? Jedes Jahr diese Diskussion führen, was ist denn eigentlich bei einem Abgeordneten, der sein Mandat verliert, Herr Kollege, der nicht wieder zurück kann in seinen Beruf, der also das Risiko eingegangen ist, eine berufliche Karriere beendet zu haben und nicht weiß, wie es weitergeht. Es sind nicht alles Beamte, die dann wieder zurückkehren können, sondern die stehen unter Umständen vor nichts. Wer das schon einmal erlebt hat, wie bei uns, ein Großteil der Fraktionen, bei Kollegen, die ihr Mandat verlieren, die dann zu einem kommen und sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann erzählen Sie dem mal, wie die Vergütung denn aussehen soll. Und das ist ja die Frage, die die AfD-Fraktion schuldig bleibt. Die sagen ja nur, ja, Abgeordneten da im Hessischen Landtag, die glauben ja, was Besseres zu sein. Ja klar, die AfD ist natürlich etwas total anderes. Ja, natürlich wollen Sie das Bild damit erzeugen, Herr Lambrou. Dann erklären Sie doch mal, dann müssen Sie mal die Diskussion einsteigen. Wie hoch soll die Vergütung eines Abgeordneten sein, der dieses Risiko trägt, der die Verantwortung trägt, für Millionen, Milliarden zum Teil mit seinen Beschlüssen hier zum Haushalt? Welche Vergütung ist denn angemessen in Ihren Augen für eine Verantwortung für Mitarbeiter in den Fraktionen, in den Wahlkreisen? Wie hoch muss so eine Vergütung sein? Dann sagen Sie mal, was Sie glauben, was wir denn verdienen sollen. Die Frage beantworten Sie nicht. Und jetzt mal ganz zum Schluss, Herr Lambrou. Wie hoch soll denn die Vergütung sein für einen Abgeordneten, der unabhängig ist, über den vielleicht Dossiers angefertigt werden sollten? Herr Lambrou, wie hoch muss denn die Vergütung sein, dass so ein frei gewählter Abgeordneter, auch was das Finanzielle anbelangt, immer noch unabhängig hier seine Meinung sagen darf? Wie hoch soll die Vergütung sein? Und Herr Lambrou, das Parlament entscheidet als Einziger, wie hoch diese Vergütung sein muss, damit diese Unabhängigkeit auch gewahrt bleibt. Und das ist auch gut. Und meine Kollegen und Kolleginnen von der Linksfraktion, wir entscheiden, und transparent ist diese Entscheidung. Sie ist für jeden nachlesbar und überprüfbar. Und jede Legislaturperiode stellen wir uns auch wieder den Wählerinnen und den Wählern, um dieses Votum, um die Stimme dann wieder dafür zu bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lindes. Kollege Lambrou von unserer AfD-Fraktion hat noch 2 Minuten 47. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Jetzt haben Sie den Nebenkriegsschauplätzen doch wieder nicht widerstehen können, den Nebelkerzen, den Ablenkungsmanövern. Es geht hier um die Aussetzung der Diätenerhöhung für das laufende Jahr. Und man merkt an Ihrem Ärger am AfD-Bashing, das passt Ihnen nicht, dass wir das durch die konkrete parlamentarische Initiative angestoßen haben.
Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir diesen Gesetzesantrag nicht gestellt hätten. Wahrscheinlich wäre es bei verbalen Absichtserklärungen geblieben, so wie das ja auch die Landesregierung gemacht hat. Ich möchte auf die Vorredner kurz eingehen. Herr Kollege Rudolph, den Fußballspielervergleich finde ich nicht so passend. Fußballspieler verdienen exorbitant viel Geld. Allerdings muss man sagen, dass halt Landtagsabgeordnete auch mit ihrer Diät schon in den oberen 10% der Einkommen liegen. Der Herr Lenders hat ins Spiel gebracht, dass die Existenznot vieler Bürger in diesen Tagen nicht gemildert wird durch einen Verzicht einer Diätenerhöhung für dieses Jahr. Ja, das ist ein symbolischer Akt, mehr habe ich aber auch nicht gesagt. Aber es ist ein verdammt wichtiger symbolischer Akt. Politik besteht auch oft aus Symbolen, und das nehmen Bürger durchaus wahr. Und ich verweise auf die ersten Stellungnahmen nach dem Vorschlag der LINKEN auf die Aussetzung der Diätenerhöhung. Sie haben sich darüber lustig gemacht. Sie haben das abgelehnt. Das war Ihre erste Reaktion. Und Herr Bellino, das rechtfertigt dann auch nicht, dass Sie völlig landunter sind durch die Bewältigung einer Krise. Wenn man eine Meinung zu einem Thema hat, äußert man die, und die haben Sie geäußert, und Sie haben sich ablehnend geäußert. Und der Frust, der hier hochkommt, der entsteht dadurch, dass wir Sie praktisch zu dieser Erhöhung mit gezwungen haben. Ich sage mal zusammen mit den LINKEN. Zum Herrn Rudolph habe ich alles gesagt, zum Herrn Lenders habe ich auch alles gesagt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch auf Herrn Frömmrich eingehen. Lieber Kollege Frömmrich, die AfD möchte doch nicht das parlamentarische System abschaffen. Sie würden gerne haben, dass wir das abschaffen wollen. In unserem Parteiprogramm steht es völlig klipp und klar, dass wir fest auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Und Sie picken sich eine einzelne verirrte Stimme raus und behaupten, das ist die allgemeine Meinung der AfD. Das ist Traumtänzerei. Und Traumtänzerei ist auch uns zu unterstellen, was in der Hessenschau über zwei... Ein Moment, Herr Kollege. Herr Kollege Lambrou, einen Moment. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch, in der letzten Phase dieser Debatte auch noch um etwas Aufmerksamkeit. Sicherlich interessant. Herr Kollege Frömmrich, wenn Sie uns kritisieren, und das können Sie gern und ausführlich, dann sollten Sie bei den Fakten bleiben. Und die Fakten unserer Stellungnahme zu den Vorwürfen eines Kollegen von uns, die blenden Sie völlig auf, weil das passt nicht in Ihr Weltbild. Ihr Weltbild heißt, AfDler sind nicht okay, Sie sind okay, Sie sind besser, und Sie haben Frust, dass wir Sie zu einer Diätenerhöhung Verzicht gezwungen haben. Das ist letztendlich der Ärger, den wir hier die ganze Zeit erleben. Seien Sie doch ehrlich und geben es zu. Lesen Sie doch noch einmal Ihre Äußerungen auf den ursprünglichen Vortrag der LINKEN auf die Aussetzung der Diätenerhöhung. Da haben Sie sich ehrlich gemacht in diesem Moment. Und davon wollen Sie jetzt nichts mehr wissen. Und daran wollen Sie nicht erinnert werden. Aber genau das tun wir. Und die Bürger haben das sehr sorgfältig wahrgenommen, dass Sie im Grunde genommen diese Diät. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Der Kollege Bellino von der CDU und danach der Kollege Rudolph von der SPD. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Lambrou will es nicht wahrhaben. Aber ich weiß ja nicht, wie es kam. Sie haben doch selbst diese Pressemitteilung, die Sie verfasst haben, versandt. Wir beziehen uns auch auf die Hessenschau, wir beziehen uns auch auf die Frankfurter Rundschau, und die FAZ hat es, glaube ich, auch gehabt. Aber wir beziehen uns auf das, was Sie selber geschrieben haben, indem Sie ja sagten, das ist ein ganz normaler Vorgang, dass frei gewählte Abgeordnete bespitzelt werden, dass man ihnen vorwirft, dass sie auf dem Hessenfest mit Leuten der CDU gesprochen haben. Und stehen Sie doch dazu. Ich weiß nicht, warum Sie immer darum betteln, dass wir das, was Sie Nebenkriegsschauplätze nennen, was ich für einen Skandal halte, dass wir das dann doch hier thematisieren. Sie betteln förmlich dazu. Lassen Sie es doch, konzentrieren Sie sich doch nächstens auf die Dinge, die wirklich hier auf der Agenda stehen. Das ist besser für Sie. Ich will aber nicht Ihr Ratgeber sein, denn vielleicht ist es ja besser, wenn Sie sich in jeder Plenarsitzung entsprechend blamieren. Aber zweite Bemerkung. Sie sagen, Sie stehen auf dem Boden der Verfassung und beweisen das damit, dass Sie ein Grundsatzprogramm hätten. Also wissen Sie, das Grundsatzprogramm ist das eine, die gelebte Wirklichkeit ist etwas anderes. Und wenn man einen Ihrer maßgeblichen Vertreter als Neonazi bezeichnen darf, wenn wir der Presse entnehmen, dass sich der Verfassungsschutz an verschiedenen Stellen um Sie kümmert,
dass sich der Verfassungsschutz an verschiedenen Stellen um Sie kümmert, dass Sie selbst sagen, der zu uns gehörende Flügel ist uns zu Recht, aber er ist immer noch bei Ihnen. Dann frage ich mich, wie Sie einfach sich hierher stellen können und können sagen, wir stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich bin der Meinung, dass Teile von Ihnen nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Das kann man auch deshalb hier so nicht stehen lassen. Und dritte und letzte Bemerkung. Ich glaube, der Präsident sitzt immer noch hinter mir, deshalb ist das jetzt gefährlich für mich. Weil ja, ich bleibe auch da, bis du fertig bist. Ja. Ja, mein Puls geht ja schon hoch, weil ich ja weiß, was ich jetzt sagen möchte. Denn ich möchte nachweisen, dass es wirklich nicht der AfD bedurfte oder den Linken, dass dieses Hohe Haus sich entschieden hat, Diätenerhöhungen nicht zu machen. Das gab es schon lange vor Ihrer Zeit. Also, wir brauchen weder Anträge von links oder von rechts. Wir brauchen keine Pressemitteilung, wo Sie das populistisch fordern, sondern wir entscheiden immer nach unserem Gewissen. Und lange vor Ihrer Zeit hat der Landtag schon die ein oder andere Nullrunde beschlossen, auch wenn es nicht jeder gut fand. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino, auch für den letzten Satz. Jetzt kommt der Kollege Rudolph, SPD hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Begründung wird ja bekanntermaßen nicht mitgeschlossen. Das Ergebnis zählt, es wird keine Diätenerhöhung geben. Und deswegen das andere ist Vorgeplänkel. Wenn Fraktionen beraten, finde ich, ist das in Ordnung. Am Schluss muss ein Ergebnis rauskommen, das haben wir bewiesen. Ich will aber etwas sagen, ohne die Damen und Herren, Herr Lambrusi, noch besonders aufzuwerten. Aber Ihr letzter Beitrag war eine einzige Heuchelei. War eine einzige Heuchelei. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Auf den Vorwurf des Kollegen Frömmrich, was der Bundestagsgeschäftsführer gesagt hat, sagen Sie, es ist eine einzelne verwirrte Stimme. Der ganze Flügel und der Höcke und Co. sind das alles Einzelverwirrte? Meine sehr verehrten Damen und Herren, führende Vertreter der AfD, der sogenannten Alternative für Deutschland, wollen ein anderes System. Sie wollen im Kern politisch eine andere Republik. Und das, was Sie über die parlamentarische Demokratie alles abziehen und ablassen, ist unerträglich. Mal ist es die Presse, mal sind es Parteien, die Ihnen nicht passen, mal suchen Sie sich Sündenböcke, mal sind es Ausländer, mal die anders aussehen, mal die eine andere Meinung haben. Sie haben nichts aus der deutschen Geschichte gelernt. Sie wollen eine andere Republik. Und das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Nach 70 Jahren Frieden in Deutschland, nach 70 Jahren. Und die Vermessenheit, sich hinzustellen, nicht nur heute, das machen Sie ja sonst auch, es bedarf der AfD, damit andere aufwachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie bekommen Stimmen von Wählerinnen und Wählern. Und nicht jeder Wähler ist deswegen rechtsextrem. Aber jeder Wähler, der AfD wählt, muss wissen, welche Gruppierung und Organisation er wählt. Eine Partei, die in Teilen tatsächlich rechtsextrem ist. Und das müssen wir in der Tat diskutieren und thematisieren. Und das Beispiel heute der Diätenerhöhung ist nur eines von vielen. Sie wollen Vorurteile schüren, Sie wollen Ressentiments hervorbringen und Sie wollen insgesamt Politik verächtlich machen in der Demokratie. Da gibt es Beispiele aus der deutschen Geschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich hoffe, Geschichte wiederholt sich nicht, weil daran ist die Weimarer Republik kaputtgegangen und hat die Nazis an die Macht gebracht. Und deswegen ist politische Bildung und Aufklärung so wichtig, damit es die Menschen in diesem Land merken. Wir haben es ja auch bei den Demonstrationen jetzt gesehen. Und jeder, der an solchen Demonstrationen teilnimmt, muss wissen, wenn Rechtsextreme dabei sind, identifiziert er sich mit. Man kann auch an Demonstrationen nicht teilnehmen. Man kann auch anders seine. Wissen Sie, man muss wissen, wo man hingeht. Die Verantwortung hat jeder, der zu einer Demonstration geht. Gar keine Frage. Aber was wir nicht brauchen, sind Belehrungen von dieser Truppe. Und wissen Sie, Herr Lambrou, Heuchelei.
Mal sind es die Champagnergläser und die Häppchen in Berlin bei der Bundestagsfraktion. Sie werden ja vom Rechnungshof aufgeprüft, wie alle anderen Fraktionen. Werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Mal ist es der Dienstwagen, den Sie zunächst nicht wollen. Das ist alles so ein ganz subtiles Verhalten. Erst sind Sie der Superaufklärer, der Supermoralist, der das alles nicht in Anspruch nimmt, was andere machen. Und dann klammheimlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, und deswegen ist das eine erbärmliche Heuchelei, die Sie an den Tag lesen. Und unsere Aufgabe ist es, in das Land zu tragen, dass immer mehr Menschen erkennen, es gibt demokratische Alternativen. Jedenfalls die AfD brauchen wir dazu nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte. Abstimmung erfolgt morgen Abend über die Gesetzeslesung. Wenn wir nichts weiteres mehr haben, dann darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Sollte es Ihnen trotz allem gefallen haben, heute sind Sie herzlich eingeladen, morgen früh wieder zu kommen. Um 9 Uhr geht es weiter. Sitzung ist geschlossen. Alles Gute.